Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und das von y unabhängige Glied ist effektiv solch ein Produkt. Es ist eine Exponentialfunktion mal hier 1 mal ein Polynom nullten Grades. Also dürfen wir dieses Auflösungsverfahren anwenden und bestimmen deshalb zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung, also die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. Die charakteristische Gleichung schreibt sich z hoch 3 plus 1 minus 2i mal z hoch 2 minus 1 plus 2i mal z hoch 1 minus 1 mal z hoch 0 gleich 0, also so. Das charakteristische Polynom ist dritten Grades und auf Anhieb sehen wir nicht genau, was wir hier ausklammern sollen. Deshalb versuchen wir das Horner-Gitter. Dazu nehmen wir die ganzen Teiler von dieser minus 1, das sind 1 und minus 1. Wenn wir z überall durch 1 ersetzen, so ergibt das hier links vom Ist-Zeichen nicht 0. Aber wenn wir z durch minus 1 ersetzen, dann finden wir wohl 0. Also können wir z minus minus 1 ausklammern. Dazu setzen wir das Horner-Gitter ein. Wir müssen nur gut aufpassen, dass die Exponenten in abfallender Reihenfolge eingetragen sind und dass das Polynom vollständig ist. Hier haben wir beides. Diese Zahl minus 1, durch die dieses Polynom 0 ergibt, schreiben wir hier. Diese Zahl 1 rutscht runter, dahin. Von da nach da wird multipliziert. Minus 1 mal 1, das macht minus 1. Und dieses Produkt schreiben wir dahin. So. Vertikal wird addiert. 1 minus 2i minus 1, das macht minus 2i. Minus 1 mal minus 2i, das macht 2i. Dieses Produkt schreiben wir dahin. Vertikal wird addiert. Minus 1 minus 2i plus 2i, das macht minus 1. Minus 1 mal minus 1, das macht 1. Und minus 1 plus 1, das macht 0. Hier finden wir effektiv als Rest der Division dieses Polynoms durch z minus minus 1 0. Also können wir dieses Polynom effektiv faktorisieren in dieser Form z minus minus 1 mal 1 mal z Quadrat minus 2i mal z minus 1. Und diese Zahl minus 1 kann noch in i Quadrat verwandelt werden. Und somit sehen wir hier sofort durch die entsprechende binomische Formel, dass dieser Faktor nichts anderes ist als z minus i im Quadrat. In dieser charakteristischen Gleichung sehen wir sofort, dass minus 1 Nullstelle ist mit Vielfältigkeit 1 und dass i Nullstelle ist mit Vielfältigkeit 2. Also durch diese Formel wissen wir, dass die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung sich so schreibt. Wir schreiben e hoch diese Nullstelle minus 1 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, plus e hoch diese zweite Nullstelle i mal x mal ein Polynom 2. minus 1. Grades. Also ein Polynom ersten Grades. Somit wissen wir also, dass yh von x in dieser Form geschrieben werden kann. Diese Konstante nennen wir c1. Das Polynom ersten Grades in x beschreiben wir durch c2x plus c3. Da haben wir sie, die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung, Lösung, die wir schon mal festhalten. Da ist sie. Jetzt suchen wir noch eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung und wir wissen, dass man solch eine Lösung
als solches Produkt schreiben kann. Dann tun wir das. Hier steht der Faktor e hoch ix, der wurde einfach von da abgeschrieben. Hier haben wir ein Polynom p Sternchen in x nullten Grades, weil dieses Polynom, das e hoch ix multipliziert, das heißt die 1, ein Polynom nullten Grades ist. Der Exponent von x ist 2, das ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl i als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Diese charakteristische Gleichung ist diese. Die Zahl i ist effektiv Nullstelle und ihre Vielfältigkeit ist 2. Deshalb dieser Exponent 2. Dieses Polynom nullten Grades, das ist eine Konstante, nennen wir sie groß A, und somit sehen wir, dass eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung als solches Produkt geschrieben werden kann. Jetzt brauchen wir nur noch den Zahlenwert von A zu bestimmen. Dazu drücken wir explizit aus, dass yp eine Lösung der Differentialgleichung ist, also so. Dieses yp können wir durch dieses Produkt ersetzen. Wir brauchen hier noch die Ableitung von diesem yp. Also brauchen wir die Ableitung von diesem Produkt. Vorsicht bei Ableiten eines Produkts. Wir haben f mal g prim. Das ist f prim mal g plus f mal g prim. In dieser Summe können wir e hoch ix ausklammern. Und somit finden wir als erste Ableitung von yp dieses Produkt. Wir brauchen auch die zweite Ableitung von yp. Deshalb leiten wir dieses Produkt nochmal ab. Ist gemacht. Und in dieser Summe können wir wieder den Faktor e hoch ix ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt dann noch diese Summe. Wir brauchen noch die dritte Ableitung von yp. Also leiten wir dieses Produkt nochmal ab, ist gemacht, und hier können wir wieder e hoch ix ausklammern. Die dritte Ableitung von yp schreibt sich also als dieses Produkt. Jetzt können wir einsetzen. Yp wird durch dieses Produkt ersetzt, die Ableitung von yp wird durch dieses Produkt ersetzt, die zweite Ableitung von yp wird durch dieses Produkt ersetzt und die dritte Ableitung von yp wird durch dieses Produkt ersetzt. Und somit stoßen wir auf diese Gleichheit. Hier können wir alles durch e hoch i mal x vereinfachen, ist gemacht. In dieser Summe sind viele Termen, die verschwinden, zum Beispiel diese drei, denn 2iax² minus 1iax² minus 1iax², das ergibt 0. Diese drei Termen verschwinden ebenfalls. 2ax² minus 1ax² minus 1ax², das ergibt 0. Diese vier Termen verschwinden ebenfalls. Denn 8ax minus 4ax minus 2ax minus 2ax, das ergibt 0. Diese Termen verschwinden auch. 4iax minus 4iax, weg sind sie. Und diese beiden ebenfalls. Denn 4ia minus 4ia ergibt 0. Letztendlich bleibt nur übrig 2ia plus 2a gleich 1. Also das. Hier klammern wir a aus und setzen den Faktor 2i plus 2 rechts rüber, wo er teilt. Hier können wir noch eine 2 ausklammern und dieser Bruch wird dann im Zähler sowie im Nenner mit der konjugierten Zahl von dieser komplexen Zahl multipliziert. Somit stoßen wir auf diesen Bruch. 1 im Quadrat macht 1, i im Quadrat ist minus 1, also steht diese Differenz für 2 und 2 mal 2 macht 4. Somit wissen wir also, dass in dieser partikulären Lösung diese Zahl a den Wert 1 minus i geteilt durch 4 hat. Deshalb können wir die partikuläre Lösung so schreiben.
diese partikuläre Lösung halten wir hier fest und jetzt sind wir fast am Ende angelangt, denn die allgemeine Lösung unserer Differentialgleichung schreibt sich einfach als Summe von yh von x und yp von x. Und somit haben wir die allgemeine Lösung gefunden und die Übung ist beendet.